pro Tag. Also wenn hier in einer Stunde 60 PKWs durchfahren, also fahren 50 garantiert zu schnell von. Und wir haben fast in 14-tägigen Abstand hier einen Unfall und hier eine Kurve viel zu schnell fahren. Und am Samstagmorgen hatten wir jetzt einen Unfall hier. Aber hier wird ab und zu mal geblitzt, aber das hilft sowieso nichts hier. Wir haben hier letzte Woche gerade den Blitzwagen gehabt und der müsste wahrscheinlich jeden Tag hier kommen oder eine Blitzanlage müsste hier aufgestellt werden. Aber wollen wir hoffen, man sieht ja wieder diesen Unfall hier jetzt, was geschehen ist. Wollen wir hoffen, dass er mal eine bessere Zukunft hier wird. Ja, woran? Alle im Stress und Hetze und ich weiß es nicht. Hier ist 70 km/h vorgegeben, aber da hält sich keiner dran. Also das ist hier eine reine Rennstrecke bis nach Buckel hin. Sie glauben gar nicht, wie hier gefahren wird. Seitdem die Autobahn hier fertig ist und die über die Dörfer morgens fahren, also die fahren alle keine 70, die fahren hier 100 und noch mehr. Ja, hier hat es natürlich gefroren und hier unten im Moor ist es gefährlich. Also hier unten im Moor, also Sie wissen ja, im Moorgegend, da friert es morgens am allerersten dann. Ne? Das ist morgens immer ganz gefährlich, morgens hier. Hier muss man immer vorsichtig fahren.